Ein kleiner schwarzer Punkt auf der Sonne hat heute weltweit für großes Entzücken gesorgt, denn es handelte sich um ein seltenes planetares Schauspiel, das uns die Venus geliefert hat. Sie verschaffte der Sonne für ein paar Stunden einen Schönheitsfleck. Bei uns waren die Aussichten nicht schlecht, dem Himmelsereignis live zu folgen. Deshalb waren heute zur unchristlichen Zeit erstaunlich viele Erdenmenschen auf den Beinen. Morgens um 4.40 Uhr und alle haben sich perfekt vorbereitet mit Spezialschutzbrillen oder richtig schwerer Rüstung. Denn am Jungfernsee in Potsdam erwarten sie Einzigartiges zu sehen. Bei klarem Himmel haben sie beste Sicht auf das Venus-Spektakel im Osten. Es ist auch egal, wie viel wir heute noch arbeiten müssen. Es belebt den Tag ganz anders. Da sind sicher viele neidisch, weil wir dieses fantastische Wetter haben und das sehen können hier. Aber nicht jeder ist ganz freiwillig hier. Gruppenzwang, wenn die Venus ruft. Ich hatte auch keine Wahl. Also wenn bei Ihnen die ganze WG früh um vier im Bett gestanden hätte, das musst du sehen. Dann noch den wichtigen Filter montieren und das Augenlicht ist sicher. Und dann ist er tatsächlich da, der kleine runde Fleck, auf den alle warten. Okay, vielleicht etwas kleiner als erwartet, aber wer freiwillig so früh aufsteht, beschwert sich nicht. Sensationell. Ich hab's erlebt. Naja, das ist ja erst im Jahr 2117 und so lange lebe ich ja nicht. Also ran an die Teleskope im Astrophysikalischen Institut in Potsdam, ein ähnliches Bild, Andrang groß. Dabei ist der wissenschaftliche Reiz verflogen. Schon im 18. Jahrhundert hatten Forscher mit Hilfe des Venusdurchzugs den Himmel vermessen. Deshalb eher verhaltene Begeisterung. Was Besonderes ist es natürlich heute nicht mehr. Wir kennen die Entfernung Erde-Sonne sehr genau. Das war ursprünglich die Idee mit dem Venusdurchgang. Doch dann bricht es aus dem Forscher heraus. Das ist schon aufregend. Allein nur der Umstand, dass man das weiß, hoppala, das ist das letzte Mal im Leben der gesamten momentan lebenden Bevölkerung. Das ist schon einmalig. Während andere erst aufstehen, um zur Arbeit zu gehen, haben die Venus-Fans auf jeden Fall schon ein einmaliges Erlebnis hinter sich.